Hallo zusammen und damit willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Wir stehen jetzt hier vor dem nächsten Dungeon in der Cenote. Bevor ich aber da reingehe, habe ich jetzt einen Code eingelöst. Es gab einen Code, den man jetzt anlässlich des neuen Haustier-Updates auf der Webseite einlösen kann. Und dann bekommt man auch ein neues Haustier geschenkt. Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Den Code dazu findet ihr, ja wo eigentlich, im Forum denke ich mal. Steht aber auch auf meinem Discord in den News drin oder im Wizard 101 Discord wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht, da habe ich nicht geguckt. Ich habe es nur durch meinen Discord erfahren, durch denjenigen, der das da reingeschickt hat. Vielen Dank an der Stelle. jetzt muss ich nur noch ganz kurz mal Platz im Ding machen, im Rucksack. Was habe ich denn alles für Haustiere hier drin? Die interessieren auch kein Mensch, ne? So. Und zwar haben wir jetzt hier einen Scharfschweifdrachen. Namens Richtiger Krall. Ja. Ich glaube, der kann nicht besonders viel. Ich glaube, das ist einfach nur, ja. Genau. Ich glaube, das ist jetzt nur Spaß. Haustier-Ding. Also, ich habe jetzt an dem nichts Besonderes gesehen. Aber ist ja ganz nett. Schön wäre es gewesen, wenn er natürlich irgendeine Karte geben würde oder irgendwas Besonderes an sich hätte. Oder vielleicht hat er ja einen von diesen neuen Haustiertalenten, wobei sich mir immer noch nicht erschließt, was das jetzt genau sein soll. Egal. Salziges Blut. Hab ich einen Durst. Ein Feuerboss-Gegner. Alles klaro. Oh Gott, dann hoffen wir mal, dass der keinen Ifrit macht. Sonst kriege ich einen Anfall. Also, dann brauchen wir selbstverständlich mindestens ein Prisma. Ich pack mal zwei ein. Ja. Damit der zweite Rundenzauber vom Feuerdrachen theoretisch noch wirken könnte im Notfall. Klingen haben wir noch. Oh, Feuermauer. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Aber gut, irgendwelche Spielereien mit Goldkarten brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht. Es geht nur darum, diesen Boss jetzt hier auszuschalten. Und das kriegen wir, denke ich, hin. 14.950 Leben. Boah, so viel Leben haben die Bosse echt nicht mehr. Ich glaube, die hatten doch mal mehr, oder? Also so 17.000, 18.000. Aber ich will mich nicht beschweren. Das ist nämlich natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, denn der hat schon 10 Pips, wenn der jetzt einen Ifrit macht. Was habe ich gesagt? Was? Es war doch so klar. Er macht tatsächlich einen Ifrit. Jo. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ne, Quatsch. Jo, dann gehen wir mal ganz schnell aus dem Laden wieder raus. Und kurz nach Wizard City, weil wir Tränke brauchen. Ey, es ist doch wirklich unfassbar. In der ersten Runde schmeißt er uns so ein Vieh um die Ohren. Ja. Da haben wir keine Chance. Und ich habe die Stabzauber ja ausgemacht. Weil ich eigentlich dachte, ich brauche sie nicht. Aber okay, wir machen sie mal wieder an. Ich muss dann nur darauf achten, dass ich die Klingen erst gegen Ende zaubere. Weil das sind ja jetzt Feuerstabzauber. Das heißt, meine ganzen Feuerklingen würden dadurch auch dann weggehen. Und das will ich natürlich nicht. Ach ja. Unfassbar. Ja, unser Gold wird aber auch langsam knapp. Kaum zu glauben. Ich dachte eigentlich, ich habe das Zeug wie Sand am Meer, aber sieht tatsächlich gerade ein bisschen eng aus mit dem Gold. Also 64.000 geht schon noch, aber wenn wir weiter so exzessiv Tränke kaufen, war's das irgendwann. So, hier ist jetzt der Stabzauber da, ne? Man weiß ja nie. Damit könnten wir auch eigentlich super diesen Ninja-Schweinen entgegenwirken. Die kommen garantiert auch nochmal von dem Gehilfen da dran. Achso, jemand hat auch geschrieben, es gibt scheinbar eine neue Stage hier bei dem Bestienmond-Event. Das finde ich sehr, sehr cool, weil diese eine Stage, die, ja, ist schon gut designt, finde ich. Also mir gefällt sie. Aber wenn du da unterschiedliche Stages hast, das ist schon dann echt nochmal was Schönes. Und tatsächlich scheint es so gemacht worden zu sein, dass sie da eine Stage hinzugefügt haben. Das ist sehr, sehr schön. Hat man da auch ein bisschen Abwechslung drin. Ich werde das wahrscheinlich nicht noch ausprobieren können, aber ich kann es mir ja irgendwo auf YouTube mal anschauen, wie das Ding aussieht.
und wie das designt ist. Ich werde schon wieder auf Discord zugespammt. Ist ja hochinteressant, ich lese das mal hier nebenbei. Zweiter Bildschirm lässt grüßen, wunderschön. So, Bestienmond gilt aber ja auch nur noch einen Tag und morgen aus meiner Sicht haben wir dann wieder ein neues Event. Bin ich mal gespannt, was das dann ist. Hm, toll. Jetzt habe ich keinen anderen Zauber, den ich machen kann. Ich muss jetzt mit einer Elementarklinge anfangen. Und ich hoffe, dass er keinen Ifrit macht. Okay, macht er nicht. Sehr gut. Ich bin echt heidenfroh, dass wir jetzt hier dieses Haustier genommen haben, weil das rettet uns schon echt relativ häufig aus brenzlichen Situationen. Auch wenn es noch ein bisschen faul ist, aber das lässt sich ja beheben. So, die haben gerade nicht so viele Pips, also die haben sie alle ein bisschen verschwendet. Das ist schon mal schön. Der Boss hat halt nur noch ein paar wenige Fallen drauf. Ich tabbe mal ganz kurz aus dem Spiel aus, beziehungsweise klicke mal kurz auf meinen anderen Bildschirm. Da könnte es sein, dass es kurz ein bisschen laggt. Einen Moment. Ah ja, sehr interessant. Ja, da kommt nämlich direkt schon die rettende Heilung. Und 700, das ist der Wahnsinn. Das ist fast ein Dreiviertel von 1000. Also eine richtig gute Heilung dafür, dass wir die mal ganz fix automatisch zwischendurch machen. Und jetzt wieder, und jetzt sind wir schon wieder fast voll geheilt. Das ist schon mega. Und es hört einfach nicht auf. Habe ich gerade gesagt, das Haustier ist faul? Ich habe nichts gesagt, ich nehme es wieder zurück. Ja, den Satyr brauchen wir dann jetzt auch nicht mehr. Und da ist die Feuerklinge. Wunderschön. Es läuft gerade echt gut. Der Boss hat uns nicht wirklich viel entgegenzusetzen, muss ich sagen. Yes, ey, wie das Vieh abgeht. Oh mein Gott. Ausrasten. So, Prisma ist ja schon... Ach nee, ich mach's trotzdem noch ein zweites Mal drauf. Man weiß ja nie. Jetzt werde ich angerufen auf Discord. Gut, dass Discord bei mir gemutet ist. Also nicht ich werde angerufen, sondern die Gruppe wird angerufen. Komme ich dann gleich noch dazu nach der Aufnahme. So, da ist die Elementarfalle. Jo. Und auch diese Balanceklinge, die das Haustier ja vom Juwel noch bekommen hat, macht es echt relativ häufig, muss ich sagen. Also das gefällt mir schon ganz gut. Es gibt ja auch so Zauber, die macht das Haustier gefühlt einmal alle 3 Jahre, aber hier ist das anders. Kommt eigentlich fast in jedem Kampf einmal vor. ...150%. Oh mein Gott. Ja, dem geht's gleich schlecht. Dem geht's gleich richtig schlecht. Und er verbraucht weiter fleißig seine Pips. Soll mir nur recht sein. Der sieht aber auch aus, der Boss. Mein Gott. Komm schon, Balanceklinge noch, dann sind wir echt gut dabei. Ne, leider nicht. Okay. Aber wir brauchen die auch nicht. Wir haben einen mega krassen Gegenschlag da drauf. Da gibt es eigentlich nicht groß Probleme. So, jetzt können wir gleich noch unsere neue Aura machen. Und dann brauchen wir das zweite Anfachen eigentlich auch nicht. Das erste Anfachen, wir haben ja nur eins. Wobei, jetzt kommen nochmal diese Drecksviecher. Ich hasse die echt, ne?
Aua. Aber es war ja eh klar, dass die nochmal kommen werden. Da ist doch irgendein Algorithmus drin, dass immer gefühlt, kurz bevor der Zauberer angreifen kann, nochmal diese Viecher kommen, oder? Gibt's doch nicht. Okay, Feuerkessel. Boah, ich liebe diese Aura, die sieht so cool aus. Könnte er denn... könnte in der nächsten Runde einen Ifrit machen, ne? Komm, ich greife an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Das habe ich jetzt schon viel zu oft gemacht. Okay. War gar nicht nötig. Jetzt muss es natürlich nur noch reichen. Den Schaden, den wir jetzt machen. Gib alles! Aber das müsste eigentlich... Also... Jawohl, 4000 schon auf denen. Also das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Hat ja auch so sogar noch eine Steigerung jetzt auf Eis. Das reicht ganz knapp aus. Pass auf, wo du hintritt. Askal Feuerameise huscht von dannen. Seine Essenz. Er huscht von dannen. Was ist denn das jetzt hier? Maske des Baums der Geheimnisse. Ja, okay, das ist jetzt nicht so toll. Können wir hier irgendwas holen? Ah, ein Zeugenstein. Jawohl, her damit. Da kriegen wir, glaube ich, auch nochmal einen Trainingspunkt dann später. Wenn das so funktioniert hat, aber ich glaube schon. Okay, jetzt benutzen wir den Kalenderstein. Wo ist der denn? Oh. Hä? Hier waren wir doch schon mal drin, oder? Ja, klar. Ach so, hier waren wir schon drin. Mhm. Aber da lag ja dieser Stein hinten. Mit dem wir nicht so richtig viel anfangen konnten. Und jetzt sollen wir den benutzen. Das Problem ist, da steht doch jetzt der Boss wieder vor. Nee, eben nicht. Okay, dann halt nicht. Du verbrennst die untote Substanz und fügst dann die Essenz hinzu, so wie es dir Teskat gezeigt hat. Natürlich. Morgante, die Schattenkönigin. Holla, die Waldfee. Doch wer ist das an ihrer Seite? Das Erwachen des dunklen Dieners lässt die toten Aztek. Beißender Rauch dringt dir in Augen und Nase. Natürlich, das Erwachen des dunklen Dieners lässt die toten Aztekas wieder auferstehen. Ich würde das gerne nochmal sehen. Ruhlos und hungrig. Mädels. Kann ich davon irgendwie ein Thumbnail haben? Beißender Rauch dringt in Augen und Nase. Natürlich. Morgante, die Schattenkönigin. Doch wer ist das an ihrer so Seite? So wünsche ich mir das. Ein Senf, das Erwachen des dunklen Dieners. Okay, passt. Lässt die toten Aztekas. Was tut man nicht alles für ein gutes Thumbnail? Ruhelos und hungrig. Ruhelos und hungrig, ja. Ein Unbekannter an Morgantes Seite, ein neuer Diener, den sie sich geholt hat. Wir werden noch erfahren, worum es sich handelt. Als ob ich das nicht wüsste. Du hattest eine Vision? Die Schattenkönige, natürlich. Inmitten der hungrigen Toten. Doch sie konnte sie nicht allein erwecken. Dieser dunkle Diener, den sie in der Pyramide der schwarzen Sonne von den Toten zurückgeholt hat, gewährt ihr Zugang zu mächtiger Todesmagie. Die hungrigen Toten werden nicht zur Ruhe kommen. Pakal hat einen Vorschlag, was du als nächstes tun solltest. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, wer den König verraten haben könnte. Ja, jetzt geht's erstmal, den Verräter zur Strecke zu bringen. Ich denke, wir können Tussi Zweigesicht und Itzko Nachtschwarz ausschließen. Sie stehen beide hinter König Axaya. Wer also bleibt übrig? Genau,
Wenn der Sturmkaiman recht hat, ist Yakate Weitläufer unser Verräter. Stelle ihn zur Rede. Gehe zu Yakates Haus und finde heraus, was er vorhat. Da kommt jetzt wieder ein Bosskampf, aber für den werden wir keine Zeit mehr haben, fürchte ich. Stattdessen gucke ich mal ganz kurz jetzt hier im Kronladen ein bisschen was nach. Es gibt doch bestimmt noch diese April-Reittiere, oder? Genau. Beispielsweise die Eisenkette mit Kugel, minus 60% Dingens. Aha. Minus 60% Bewegungsgeschwindigkeit, so heißt es. Der Schlendrian. Um Gottes Willen. Das coolste Reittier, Taxia, das sind diese ganzen April-Reittiere. Ein Pupskissen. Schön, die sind auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Also das ist auch ganz gut, denke ich, eigentlich. Ne? Hier 3000 Kronen oder so. Oder halt knapp 4000. Ist ja gar nicht so viel. Und manche Reittiere sind da auch ganz cool. Cool. Du liebe Zeit. Hey, der Sonnenblumengeleiter sieht aber auch ganz cool eigentlich aus, muss ich sagen. Und es gibt diese ganzen Osterreittiere natürlich jetzt noch dazu. Zum Beispiel diese Hasen hier. Und die sind auch gar nicht so teuer. Also das kann sich schon sehen lassen. Hier das edle Ross hatte auch der Kaius mal eine lange Zeit ausgerüstet. So, gibt es denn eigentlich neue Transformationen? Transformationen. Teleporteffekte. Sonnenstrahl. Ne, das haben wir schon. Glücksklee, Neujahr. Ne, das ist glaube ich alles noch das gleiche. Okay, dann mache ich jetzt noch einmal einen Abstecher zum Bazar, denn wir haben ja immer noch unsere Handwerksquest mit dem Ring der Apotheose, wo wir noch 16 Diamanten brauchen, damit wir zwei von diesen Dingern herstellen können und ich weiß wirklich zum Verrecken nicht, wo ich die herkriegen soll. Unsere einzige Hoffnung ist, dass jetzt der Bazar solche Teile auf Lager hat. Uiuiui, hoffen wir mal das Beste. Holla, die Waldfee, hier geht's ja richtig ab. Einiges los in der Stadtmitte heute. Aber es ist ja auch noch nicht so spät. Und es ist Ostersonntag, wo ich das aufnehme. Heute übrigens endet meine Quarantäne. Ich war ja die ganze letzte Woche in Quarantäne. Wegen, ja, Kontaktperson halt, ne? Aber heute um 0 Uhr ist die dann auch vorbei. Wobei ich jetzt die Woche, glaube ich, sowieso nicht besonders oft rausgegangen wäre, weil, ja, aber eh frei, ne, es ist so, ja, aber so ist das. Aber ich könnte rausgehen, wenn ich wollte. So, wie schaut's denn hier aus? Schlecht auf den ersten Blick, hier ist mal wieder gar nichts. Sag mal, es kann doch nicht sein, dass Diamant so verdammt rar ist, dass man das hier überhaupt nicht findet. Ich finde ja nicht mal Erz. Wenn ich wenigstens Erz finden würde, ne, dann könnte man ja sagen, okay, aber nein. Nicht mal das gibt's hier zu kaufen. Hackloser Amethyst, ja, das ist ja ganz nett, aber ich hätte eigentlich gern Tinte von Tintenden, von Tintenden, von fliegenden Tintenfischen, ja, toll. Wo wir aber schon beim beim Bazar sind, können wir mal ein bisschen was verkaufen. Mich regen diese ganzen Items auf, die keine Auktion da haben. Ich brauche die Dinger nicht, Wizard. Ich will die einfach nur verkaufen. Hauptkartenspiel, das will ich natürlich nicht verkaufen. Boah, also irgendwann will ich auch mal diese erhabenen Duelle machen. Wenn ich Level 100 bin, bestenfalls noch ein bisschen drüber, dann könnte ich eigentlich mal ein Team zusammenstellen, dass wir mal diese Teile da machen, weil ich finde die eigentlich relativ cool. Übrigens, was mir jemand in die Kommentare geschrieben hatte, und das hatte ich schon vollkommen vergessen, diese anderen Zauber, also diese anderen Feuerzauber, der Schwefelzombie beispielsweise, oder auch der Katalas, der Krampus. Ich weiß nicht, ob es den da auch gibt, aber das könnt ihr mir vorstellen. Die gibt es in Muhong. Ich habe ja komplett vergessen, dass es in Muhong noch einen zweiten Rezeptehändler gibt, der solche Zauber verkauft hat. Aber ja, klar, den gibt es natürlich auch noch. Und da sind dann meistens die ganzen Zauber, die man in Avalon bei dem Händler nicht gefunden hat.
Gibt's hier noch irgendwas Besonderes, was ich mitnehmen wollen würde, Ifrit? Mega Ru. Warte mal ganz kurz. Gibt's hier eventuell Goldkarten von den vom Feuerkessel, die ein bisschen besser sind dann? Nee. Haben genau den gleichen Wert, 25%, so wie der normale Feuerkessel auch. Dann lohnt sich das nicht. Schade, wäre schön gewesen. Aber bei den Kritisch-Auren ist es ja auch so, dass sie dann nicht 20% machen, sondern 25%. Aber es ist bei den anderen Auren leider nicht so. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Folge jetzt erstmal an der Stelle und dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen mit dem Kampf gegen Jakate Weitläufer. Ich glaube, der ist auch Feuer gewesen. Oder Mythos? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den Kampf als durchaus knifflig in Erinnerung und ich hoffe mal, dass wir da ganz gut durchkommen. Aber das wird schon. Wir haben ja unser total overpowered Haustier an unserer Seite. Da ist eigentlich keine Herausforderung zu groß. Außer Mythos-Gegner, die sind immer zu groß. Okay, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.